Kleinwagen und Automatikgetriebe. Das ist schon so eine Kombination aus, ja, würde ich mal sagen, vergangener Tage oder respektive, was verbindet man denn damit? Nein, in den meisten Fällen verbindest du damit doch eher so ein bisschen ein Rentnerfahrzeug für meine Begriffe oder jemand, der halt schlicht und ergreifend kein Handschaltauto fahren kann. Zumindest so meine Assoziation bis dato. Kommt man aber dann ein bisschen weiter rein in die Materie und überlegt sich Kleinwagen, Automatikgetriebe. Was gibt es denn da am Markt? Da gibt es eigentlich kaum wirklich gute Fahrzeuge, wenn man es bedenkt. Bis dato waren es nämlich eher sehr auch Fahrzeuge bei Fahrzeugherstellern, die schon so ein bisschen, naja, so ein Schattendasein gefristet haben. Aber warum? Ganz einfach, weil in der Kleinwagenbereich ist natürlich die Marge sehr, sehr gering für die Hersteller. Und was hatte man dann gemacht? Man hat einfach wirklich, ja, quasi alte Technik, die wenig kostet, verwendet. Einfach einen, ja, sehr robusten, eher ineffizienten Antrieb unter die Motorhaube gesteckt und dann hatte man einfach ein, ja, relativ simples Automatikgetriebe kombiniert. Dann kam irgendwann mal automatisierte Handschaltgetriebe noch dazu. Und jetzt haben wir aber hier den Nissan Micra vor der Kamera stehen. Der Nissan Micra ist ja schon sehr bekannt, seit Jahrzehnten eine etablierte Größe im Kleinwagensegment. Jetzt steht er hier in einer durchaus attraktiven Lackierung, Power Blue genannt. Und bei ihm ist zudem sehr interessant, dass unter der Motorhaube hier kein ineffizientes Triebwerk arbeitet, sondern ein sehr moderner Motor. Wir haben hier einen 1 Liter Dreizylinder Turbobenziner mit 100 PS und 144 Newtonmetern maximalem Drehmoment stecken. Und der ist gekoppelt an ein stufenloses Automatikgetriebe, ein sogenanntes CVT-Getriebe. Wie diese Kombination sich schlägt und wie sich der 4 Meter lange Kleinwagen auch im Alltag so bewährt, wollen wir heute einfach mal herausfinden. Besonderen Fokus legen wir natürlich jetzt auf das Thema Verbrauch. Deswegen fahren wir jetzt auf unsere Verbrauchsrunde. 10% Stadtverkehr, 40% Autobahn mit VMAX 140, wenn möglich, und 50% Überlandverkehr. Dann schauen wir am besten, was herausgekommen ist an der Tankstelle für einen Verbrauch. Und es gibt noch ein kurzes Gesamtfazit von mir zum Nissan Micra, wie er sich fährt, was mir so aufgefallen ist, was er kostet und ob man ihn empfehlen kann zum Kauf oder nicht von meiner Seite. Wenn ihr Bock dran habt, vergesst jetzt den Kanal erst einmal nicht zu abonnieren. Like das Video, teilt es ganz gerne und vor allem kommentiert es, denn eure Meinung da draußen ist mir extrem wichtig. Schreibt unten in die Kommentarbox, was ihr zum Nissan Micra sagt und vor allem vielleicht auch zu dem Thema, wie ist denn die Kombination im Kleinwagen mit Automatikgetriebe? Habt ihr den schon mal gesucht vielleicht und was Entscheidendes gefunden? Schreibt mir auch das mal in die Kommentare und jetzt viel Spaß mit dem Nissan Micra.
Ha, ich habe doch noch ein schönes sonniges Plätzchen gefunden. Und jetzt seht ihr auch, wie schön dieses Power Blue Metallic hier auf unserem Nissan Micra strahlt. Und ich strahle auch, denn mir gefällt der Nissan Micra echt gut. Optisch hat er wirklich was. Er fällt auf im Straßenbild. Leider ist die Micra-Baureihe mittlerweile nicht mehr so stark vertreten irgendwie in unserem Straßenbild. Das sind mittlerweile andere Kleinwagen deutlich mehr, wobei auch diese Kleinwagenklasse ja etwas eher am Schrumpfen ist. Schade ist es, denn praktisch sind sie auf 4 Metern Außenlänge, bekomme ich genügend Platz für meinen Alltag. Ich habe 4 Türen, die mir damit sorgen, dass ich meinen Kindersitz wunderbar reinkriege. Isofix habe ich sogar auf dem Beifahrersitz vorhanden. Ich habe einen großzügigen Kofferraum, wo ich auch alles Nötige unterbringe. Also im Grunde genommen ist das ein vollwertiges, ausreichendes Fahrzeug, was ich hier habe. Auch der Motor unter der Haube macht einen sehr guten Eindruck, der Dreizylinder. Der arbeitet sehr ruhig, hat eine ordentliche Leistungsabgabe. Und jetzt kommt das Thema Effizienz ins Spiel. Was habe ich denn verbraucht auf der Verbrauchsrunde? Wir sind 116,8 Kilometer gefahren mit dem Fahrzeug, wie ihr gesehen habt. 5,9 Liter hat der Bordcomputer ausgespuckt, 5,96 Liter war es dann am Ende nach Tankung. Das ist ein guter Wert, wie ich finde, für einen Kleinwagen, vor allem mit Automatikgetriebe. Denn Automatikgetriebe zerrt halt nicht nur an der Leistung ein wenig, sondern trinkt auch, weil er eben etwas schwerer ist. 1155 Kilo wiegt ja unser Nissan Micra, so wie er hier steht. Das ist ein ordentlicher Wert. Die Ausstattungslinie, wir haben hier das Sondermodell N-Way und das bietet schon so ein bisschen was an Ausstattungsoptionen. Was haben wir denn unter anderem? Wir haben hier sowohl eine manuelle Klimaanlage drinnen, wir haben eine Sitzheizung verbaut, wir haben hier eine Rückfahrkamera mit Einparkhilfe am Heck sowie auch Apple CarPlay über einen 7 Zoll Bildschirm. 16 Zoll Leichtmetallräder sind auch vorhanden. Aber jetzt kommen wir zum Punkt, ich habe eine manuelle Klimaanlage. Ich habe ein Kunststofflenkrad, also da ist kein Lederlenkrad dran. Ja, und hinten noch Kurbeln für die Fensterheber. Das klingt erst einmal schon ein bisschen rudimentär. Ist es irgendwo auch, aber was ich auch cool finde, wir haben hier quasi keine Assistenzsysteme verbaut. Das Einzige, was hier wirklich ein Assistenzsystem ist, ist der Auffahrwarner und ein Tempomaten vielleicht, wenn man so sieht. Aber ich habe keinen Blindspot-Assistent, ich habe hier keine aktive Spurhaltung oder einen Spurhaltverlasswarner oder ähnliches. Das ist hier in dem Fahrzeug noch nicht drinnen, das ist aber jetzt dann in der Modellpflege mit drinnen. Was ich sagen muss, dass X-Tronic genannte stufenlose Automatikgetriebe macht einen guten Job. Hätte ich nicht gedacht, denn für mich ist das etwas abschreckendes, so ein stufenloses Automatikgetriebe bis dato. Denn wenn man einen Gasbefehl gibt, dann wird die Drehzahl entsprechend angepasst. Und wenn ich stark beschleunige, dann geht es oft in den Nenndrehzahlbereich, der sehr hoch liegt. Und dann wird das Ganze nervig, weil diese Drehzahl meist konstant gehalten wird. Aber was ich hier festgestellt habe, mit dem Fuß könnt ihr das wunderbar dirigieren, in welchem Drehzahlbereich sich der Motor bewegen soll. Und das finde ich dann wiederum ganz passabel. Jetzt kommen wir aber zum Finanziellen. Und 18.880 Euro kostet der Micra N-Way, so wie er hier steht, mit dem kleinen Benziner und dem stufenlosen Automatikgetriebe. Das ist schon eine normale Hausnummer. 2.000 Euro rund über dem Benziner mit Handschaltung mit 100 PS. Das ist die große Frage. Ist einem das Automatikgetriebe wirklich die 2000 Euro wert? Ja, es sorgt halt schon für sehr viel Entspannung, muss ich sagen. Und passt auch gut zum eher komfortablen Fahrwerk, was gut auf der Straße liegt. Und auch vor allem im Stadtverkehr mit einem sehr, sehr kleinen Wendekreis da auch nochmal ein bisschen Entspannung reinbringt. Das ist wirklich ein schönes Stadtauto, wenn man ihn so einsetzt und vor allem, wenn man dann auch ein Fahrzeug haben möchte, was mit Automatik nicht nur ordentlich vorangeht, sondern auch einfach modern bestückt ist mit einem ordentlichen Motor, der nicht zu verbrauchsintensiv ist. So zumindest meine Meinung. Aber jetzt seid ihr dran. Schreibt mir eure Meinung doch mal unten in die Kommentare. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und das Ganze zu liken. Und dann sehen wir uns demnächst auch wieder hier auf dem Kanal bei Ubi Tested, wenn ihr wieder reinklickt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich gehe jetzt mich noch ein bisschen sonnen und sage Tschüss und Servus. Euer Ubi.